Aufgabe 2.3. Ein Teil des Tischsets wird farblich abgesetzt. Ermitteln Sie durch Rechnung die Länge der Strecke EK sowie den Flächeninhalt des Kreissektors, der durch die Strecken HE, EG und den Kreisbogen GH begrenzt wird. Also zuerst geht es um die Strecke EK und danach um den Flächeninhalt dieses Kreisbogens. Also zuerst zur EK. Schauen wir mal nach, in welchem Dreieck liegt zum Beispiel EK. Ja, das wäre das Dreieck EKD. Was ist in diesem Dreieck bekannt? Nun zum Beispiel die Strecke DK kennen wir aus folgenden Gründen. Wir wissen, CD ist 41,8 cm lang. K ist genau der Mittelpunkt dieser Strecke CD. Das folgt daraus, weil sich die Diagonalen ja im Punkt E schneiden. Wir ein gleichschenkliges Trapez haben, ist also E ja sozusagen in der Mitte. Und die Strecke EK liegt senkrecht auf der Strecke CD. Damit ist K auch automatisch der Mittelpunkt dieser Strecke CD. Also gilt für zum Beispiel die Strecke DK 41,8 cm geteilt durch 2 und das sind dann 20,9 cm. Also diese Strecke ist bekannt. Es ist zusätzlich ein rechtwinkliges Dreieck, also einen Winkel kennen wir. Brauchen wir noch eine weitere Größe, zum Beispiel ein Winkel. Kennen wir diesen Winkel? Da muss man sich jetzt vielleicht überlegen, wie funktioniert es mit den Winkeln? Wir wissen, AB ist parallel zu CD. Wenn wir parallele Geraden haben oder parallele Strecken, können wir mit Hilfe von FZ oder E-Winkel argumentieren. Und dann wissen wir zum Beispiel, dieser Winkel hier ist genau gleich groß wie dieser Winkel hier. Das sind Z-Winkel zueinander und Z-Winkel sind gleich groß. Nun, wie groß ist dieser Winkel? Da das Trapez gleichschenklig ist, also gleich groß wie der da, also ist der 33,6 Grad groß und damit automatisch diese hier auch. So, schauen wir auch mal nach, ob wir noch was brauchen. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, das heißt Sinus, Cosinus oder Tangens sind ansetzbar. Wir kennen einen Winkel, wir kennen eine Seite, also lässt sich eine zweite Seite berechnen. Winkel an Kathete gegen Kathete ist gesucht, also können wir den Tangens ansetzen. Und es folgt daraus, Tangens von 33,6 Grad ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete ist noch gesucht. Die Ankathete ist die Strecke DK mit 20,9 cm. Können wir mit Hilfe des Solvers lösen. Oder wieder über Umformung. Dann erhält man zum Beispiel für EK ist gleich 20,9 cm mal Tangens von 33,6 Grad. Und das entspricht dann einer Größe von 13,9 cm. So, Strecke EK ist gefunden. Jetzt müssen wir noch den Flächeninhalt dieses Kreisbogens berechnen. Nun, Flächeninhalt von Kreissektoren
findet man auf Seite 35 in der Formelsammlung. Da steht, die Fläche lässt sich berechnen aus Radius zum Quadrat mal Pi mal, in dem Fall wird es ein Alpha genannt, geteilt durch 360 Grad. So, schauen wir alles nach, was wir brauchen. Der Radius des Kreises bzw. des Kreissektors ist nichts anderes als die Strecke EK. Die sind ja hier genau alle gleich lang, auch EH und EG werden damit bekannt. Also erkennen wir, der Winkel Alpha ist dieser Winkel hier. Der ist noch unbekannt, den müssen wir noch berechnen. Nun, das geht sehr einfach. Wenn man sich anguckt, wo liegt dieser Winkel Alpha drin? Ja, in dem Dreieck ECD. Ein Winkel ist bekannt. Ja, wie groß ist der Winkel? Überraschung, auch 33,6 Grad. Weil man kann entweder argumentieren, Z-Winkel zu dem da unten. Oder weil das Trapez gleichschenklig ist, sind diese beiden Winkel auch gleich groß. Damit bleibt also für diesen Winkel hier drin Folgendes übrig. Das ist der Winkel CED. Nämlich 180 Grad minus 2 mal die 33,6 Grad. Und es sind dann 112,8 Grad. So, damit sind alle Größen bekannt, die ich für den Flächeninhalt des Kreissektors brauche. Also A ist gleich Radius zum Quadrat, das sind die 13,9 Zentimeter hoch 2 mal Pi mal der Winkel, waren die 112,8 Grad, geteilt durch 360 Grad. Und das ergibt dann 90,2 Quadratzentimeter.